wenn man das mit Sherry spielt. Ich glaube, ich habe die Parts sogar bei Claire A. Sherry Adventures genannt. Ich glaube, es gibt sogar drei Teile von Sherry Adventures 1 und 2, wo sie ist. Und später spielen wir nochmal die Sherry. Ich glaube, man spielt auch nochmal später die Ada. Kurz. Und das sieht natürlich mit Sherry noch lustiger aus, weil diese Boxen quasi, die ist nicht so groß wie die Box. Also quasi ihr Kopf ragt gerade mal über die Box hinaus. So ein bisschen sozusagen. Und die schiebt die Dinger weg, ja. Tja, Spiellogik, ne? So, jetzt füllen wir das mit Wasser. Das haben wir eigentlich auch in Resident Evil 1 gemacht, sowas in der Art. Okay, leichte Grafikfehler, man sieht mein Wasser nicht. Aber scheiß mal drauf, ja. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich jetzt persönlich. Wer Fantasie hat, kann sich da ein bisschen Wasser vorstellen. So, jetzt haben wir eigentlich den Pick-Schlüssel. Ist das Pick? Ist das Pick, ja. So. Farbe Kreuz. Ach, Kreuz. Pick. Ach so, Pick ist dieses Diamantding. Ah, ich kenne immer noch nicht die deutschen Namen dafür. Echt, ich bin zu blöd dafür. So, ich meine, man sieht eh das Symbol direkt. Man muss jetzt nicht noch extra prüfen, damit der Kreuzschlüssel steht. Ich habe es jetzt mal für euch gemacht. So, Hundefutter aus irgendwann. Ah, du Hurensohn. Ui, ich liebe es, wenn ihr den Kopf wegkickt, ne? Die hält aber ziemlich viel aus, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sexistisch sein, aber für eine Frau hält die ziemlich viel aus. Zweimal gebissen worden, oder? Zweimal wurde ich gebissen und die ist immer noch auf. Krass, so. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Vor allem wird er am Kopf getroffen. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! And I cleared the wreckage that was blocking the corridor. Yeah. Got it. So, genau, jetzt haben wir eben, ne, den Durchgang jetzt frei da, seht ihr. Jetzt können wir da weiter. Gut zu wissen. Ja, dankeschön. Da ist jetzt aber, wie gesagt, für uns, glaube ich, nichts wirklich was von Bedeutung da. Denn, denn, so, ich erkläre euch das mal kurz. Ich weiß, es ist nervig. Es ist Spiele, bla bla. Aber so, für die Leute, die es nicht wissen, wir meinen, wir machen das eh in den nächsten Parts. Kann ich nicht zu den anderen Karten einfach so rübergehen? Okay, cool. Dann nicht. Ist mir auch egal. Ich kann ja auch rechts sein, beziehungsweise. So. Aber hier im Keller brauchen wir den grünen Schlüssel nicht, ne? Ne, brauchen wir nicht. Den brauchen wir erst oben. Lassen wir mal drin, weil wir den wahrscheinlich so noch brauchen. So. Ach, Leon. Ist ja nur einmal cool. So. Ja, nee, lass mich. Ich wollte den eigentlich drin lassen. So, was haben wir jetzt? Wir haben zwei davon. Der dritte Stecker ist in einer dieser grünen Räume. Ja. Und der letzte Stecker ist eben in der Bibliothek. Ups, Spoiler. Nein, Moment. Stimmt, in der einer der grünen Räume brauchen wir was, um den letzten Stecker zu finden. Einer der Stecker ist in der Bibliothek. So, jetzt haben wir's. Was mache ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Ich bin verwirrt. So. So, das wollte ich mal. So, mal gucken. Zwei Plätze frei, reicht das? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ich glaube, das reicht wirklich. Ja, das reicht. Soll ich vielleicht so ein Gift-Ding mitnehmen? Just for fun? Aber wir machen das so, ne?
Falls ich vergiftet werde, dann nehme ich einfach das Ding. Und falls nicht, dann nehme ich es später. Cool. So, das brauchen wir erst, wenn wir zur Bibliothek gehen. Ja, dann würde ich sagen, da sind wir schon mal gut bewaffnet. Dann gehen wir direkt mal zurück. Das ist ekelhaft, ein Spinnen, die hasse ich voll. Ich meine, klar, Spinnen, ne? Aber die sind... Ah, die sind verhurt. Ich bin auch vorsichtig, okay? Erst wenn ich hier draußen bin, nehme ich mir was, weil könnte sein, dass ich vergiftet bin. So, jetzt zum Beispiel. Ne? So. Oh yeah. Ja, ich möchte die Leiter raufklettern. Ja. So, hier müssen wir auch nie wieder rein eigentlich. Das Filmdöschen haben wir, stimmt, das haben wir schon weggebracht. So, das heißt, das hier müssen wir eigentlich nie wieder betreten. In der Garage, ne? Ja. Ziehen wir uns hier das Pflänzchen rein. Nimm's doch. Und wie ihr wahrscheinlich schon hört, und wenn ihr gut geschult seid wie ich, wisst ihr, dass das Zungen sind. Aber die töten wir auch gar nicht, weil... Wozu? Ach, hier wurden sie. Weil wir gehen direkt raus, da hier müssen wir auch nicht mehr rein. Huh, das war klar. So, wir haben eine Karte davon, ja. So, jetzt den Raum brauchen wir. Ja, stimmt, jetzt können wir in den grünen Raum erstmal. Und da haben wir nämlich, glaube ich, eine Karte drin, damit wir da rein können, meine ich. So, Kreuzschlüssel erstmal benutzt. Ich wusste, dass wir den noch brauchen. Hä? Was hast du denn, diesen Bastarden? So ekelhaft zu treffen. Okay, besser als wenn man mal die okay, ich glaube, nee, Claire hat es doch besser in dem Sinne. Weil bei Claire ist hier, kommen dann nur ein paar Zombies raus. Jetzt habe ich die Karte endlich. Na, ist immer verletzt, das fuckt mich voll ab. Ja, es ist verletzt zu sein. Ich weiß, was wir eigentlich machen könnten, weil ich kenne ja diesen Scheiß fast auswendig. Wir nutzen erstmal die grüne Karte, die blaue Karte, glaube ich. Oh, rot ist die, oh, sorry. Ich muss mal kurz gucken, was war da drin nochmal? Ich weiß es nicht, das ist ja nicht mehr. Aber ich gehe mich schnell heilen. Und zwar könnt ihr hier entlang gehen. Hier ist nämlich auch so ein Save Room, quasi. Zwar hier, wenn ihr hier durchgeht, das ist, wie gesagt, das ist so das einzig, was ich ein bisschen, also es stört mich auch nicht wirklich sehr, es ist okay, es ist sag ich mal, in Relation zu den meisten Spielen ist das noch okay, weil hier macht man die Wege nicht unnötig, sondern hier muss man nur planen. Wenn man gut plant und gut organisiert ist, dann kriegt man das Spiel ja auch unter 3 Stunden durch, ne? Oh, oh. Puh. Das war knapp, Mason. Wie gesagt, dann kriegen wir das Spiel auch unter 3 Stunden locker durch. Ich bin nicht so krass gut organisiert. Deswegen, ich mache leicht Umwege. So, so hier kommt man nicht mit Claire hin. Und von da aus schiebt man eben die Sherry durch diese kleine Lücke. Und jetzt ist die Frage, wie kommt Ada da eigentlich raus? Weil sie meinte, bei mir kommt sie nicht hoch, aber hier kommt sie dann von der anderen Seite wieder rein. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, jetzt haben wir auch noch ein Safe Room entdeckt quasi. Schreibmaschine. Achso, ich dachte, da wäre Farbbänder dabei nehmen. Auf sonst weiß ich mal keine Farbbänder.
Nice. So, dann nehmen wir uns eins. Zwei grüne direkt. Eins verputzen wir. Jetzt behalten wir. So. Ja, möchte ich. So, benutze ich. Das lasse ich so. Cool. So, dann tun wir das wieder rein. Jetzt haben wir schon ziemlich viel Heilmittel eigentlich quasi mit uns. Meine 1, 2, 3. So. Sag mal, 1, 2, 3, 4 haben wir schon. 4 gute Heilsachen. Und sonst, ja. Sonst, ja, die Dinger sind eigentlich egal fürs Erste. Ich nehme die so. Just for fun. So, jetzt haben wir es schön organisiert. Laufen zurück, weil viel haben wir jetzt nicht mehr vor uns. Wir haben quasi, sagen wir mal, so Hälfte, ein bisschen. Ja, Hälfte ungefähr erst. Ich würde sagen, hier ist Hälfte. Ungefähr. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, so Hälfte oder ein bisschen über Hälfte sind wir auf jeden Fall schon. Haha. Oh yeah. Ich meine, wieso erschießen, wenn... Das ist Munitionverschwendung, die sehen wir nie wieder, ne? So, jetzt können wir endlich in diesen komischen kleinen Raum da. Da haben wir den mit dem Keller fürs Erste abgeschlossen. Wir müssen ja später noch hier hin, wegen dieser komischen Tür eigentlich, stimmt's? Viel mehr hoch, oder? Ja, wir haben eigentlich hier alles. Genau, später müssen wir nochmal eben wegen der Tür da hinten bei den Spinnen vorbei. Aber das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Geschichte. Was war hier drin? Ah, genau, das war das Waffendepot. Oh ja, jetzt weiß ich es wieder. So, das ist eigentlich essentiell nicht wichtig. Also man kann den Schrank hier auch voll... Nee, stimmt, man muss... Nee, man soll... Stimmt, oh, ich bin doof, sorry. Mason hat doofe Phase gehabt. Sorry, sorry, sorry. Denn, jetzt kommt's. Aha. Maschinengewehr in eine Tasche. So, das ist nämlich wichtig bei Leon B oder Claire B, denn wenn man jetzt mit Leon A macht, dann kann man sich eben eine auswählen. Wenn man eins nimmt, kann der andere nur das andere nehmen. Ich habe mit Claire nichts von beiden genommen, ja. Deswegen sind noch beide hier und jetzt hat Leon die Wahl, beides mitzunehmen. Und das machen wir jetzt auch. Was natürlich Leon durchspielen viel, viel einfacher macht. Weil er jetzt zwei Steckplätze mehr hat und ein Maschinengewehr. Na, wenn das nicht mal nice ist. So, ist hier noch Munition? Ich glaube nicht mehr, nee. So, stimmt, das war die Vorratskammer. Jetzt, ja, eine Insel. Naja. So, sonst hier noch irgendwas drin? Okay, man ist eigentlich traurig, dass dann nur so wenig drin war. Ich meine, okay, das Maschinengewehr und die zwei Plätze. Wie gesagt, wenn ihr mit Claire das Maschinengewehr nehmt, dann hat der Leon nur noch die Platztasche und eben andersrum, ne? Je nachdem. Aber wenn ihr keins von beiden beim ersten Durchspielen mit einem der Charaktere nimmt, hat der andere Charakter beim zweiten Durchspielen beides zur Auswahl. So wie ich jetzt eben. Deswegen habe ich gesagt, guckt euch Claire A an. So, jetzt sind wir eigentlich hier fast ganz fertig. Also jetzt im Keller auf jeden Fall. Müssen wir nicht mehr hin. Nicht wirklich, sag ich mal. So, dann gehen wir zurück. So, das Maschinengewehr werde ich noch nicht benutzen. Spare ich mir auf. So, Kreuzschlüssel nochmal benutzt. Das heißt, wir haben noch eine Tür damit. Die machen wir auch gleich noch frei. So, was war hier denn? Ach ja. Oh, Schrottelnütze. Ich wusste, dass das irgendwo hier ist. Okay, da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Ja, siehst, wenn ihr einen Schrank seht, müsstet ihr ihn automatisch anklicken, quasi. Was mit dir? Ne, du stehst nicht mehr auf mich. Nicht. Oh, Magnum-Munition. Danke. Und ein Brief. So, Tagebuch des Wächters. Bla. Bli. Blu. Nur. Der. Mond. Sagt zu. Hey, perfekt. Krass.
Wie gesagt, ihr könnt euch das durchlesen. Es gibt natürlich